Kennt ihr das Geräusch? Das ist ein Blechfrosch oder Knackfrosch. Ihr kennt ihn sicher. Unten ist so eine kleine Metallfeder, mit der es sich wunderschön knacken lässt. Nun, vielleicht finden es nicht gerade alle Menschen wunderschön, aber der Pumuckl war natürlich hingerissen, als er den Fritz und die Caroline im Nebenhof mit den Dingern knacken hörte. Meiner geht viel lauter als der deine, Caroline. Gerät nicht so ein Schmarrn. Ich muss nur fester knacken. Horch, dann ist der meine nämlich genauso laut wie der deine. Knacken wir gleichzeitig. Los! Halt, wir müssen doch einen Rhythmus reinbringen, Fritz. Am besten zu einem Lied. So, guck, 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 ruft's aus dem Wald. Lasset uns knacken und den Frosch quaken. Guck, 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 ruft aus dem Wald. Quack, 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 quack. Du, Caroline, das müssen wir morgen in der Schule den anderen vorsingen. Aber weißt, wir könnten es doch mehr so wie Schlagzeug machen. Quack, 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 quack. Toll, wie du das kannst. Weißt, was wir auch machen könnten? Zu einer richtigen Musik als Begleitung, wenn am Radio Schlager gespielt werden. Jedenfalls nehmen wir es morgen mit in die Schule. Und während der Stunde lassen wir es immer knacken. Du, unser Lehrer dreht durch. Aber erwischen dürfen wir uns nicht lassen. Sonst sind wir die Frösche los. Die ganze Klasse soll sich solche Frösche kaufen. Das gäbe ein Wirbel. Oh, du, ich tue ihn mal in den Schuh unter die Ferse. Wenn man vorsichtig geht, dann müsste das bei jedem Schritt knacken. Du, Fritz, so musst du morgen an die Schultafel vorgehen. Das lässt sich ausbauen. Nein, lieber nicht. Der Lehrer nimmt's uns sonst weg. Na und? Da kaufst du dir halt morgen wieder einen neuen. Probieren wir nochmal unseren neuen Quack-Quack-Schlager. Quack, 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 quack's aus. Quack, 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 quack. Der Fritz und die Caroline konnten leider nicht sehen, wie bei diesem Konzert die Augen vom Pumuckl geglitzert haben. Aber kurz darauf konnte es der Meister Eder sehen, denn der Pumuckl kam voll Entzücken angesaust. Oh, 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 ich will auch so ein Quark-Quark haben. Was ist los? Der ist in der Größe auch so gerade richtig für mich, weißt du, und dann kann ich auch so eine schöne Musik machen. Und dazu macht man dann immer mit so einem Frosch so. Ja, ich hab's gehört bis darüber. Das ging mir gerade noch ab. Ja, das ging dir ab. Ja. Ich auch, weißt du. Also pass auf, du gehst jetzt sofort in ein Spielzeuggeschäft und dann kaufst du so einen schönen grünen Frosch. Ja, freilich. Ja, du kannst dir ja auch einen kaufen, wenn du willst. Du kannst dir ja einen Blaufrosch kaufen. Und dann machen wir zu zweit, dann machen wir dann ein Konzert. Quack, quack, quack. Ja, oder sonst was. Oder sonst was kann man auch noch damit machen. Zum Beispiel, man kann den Frosch in einen Schuh stecken und drauf treten. Also, das ist schön. Ja, so das, schön dann, wird dann das auch nicht sein. Nämlich aus dem Schuh. Aber natürlich geh. Etwas leiser. Nicht so. Das ist nur schade, dass wir keinen Lehrer da haben. Was, ein Lehrer? Ja, der würde nämlich narrisch werden. Das wäre doch auch sehr schön mal, nicht? Also. Ein narrischer Lehrer. Kannst du ja vielleicht noch einen Lehrer mitbringen, wenn du gerade einen finden sollst. Du sag einmal, Pumuckl, hat's dich vom Bein weg? Von wem weg? Macht dir da herin meine Säge noch nicht genug Radau? Deine Säge macht schon Radau, ja, aber also. Weißt du, mit der Säge kann man keine Musik machen, wo ich doch so schöne Gedichte mache. Ja. Also diese Gedichte, die von mir eigenhändig persönlich gemacht worden sind, die singe ich dann. Und zu dem Gesang macht dann der Frosch... Geh zu, deine Gedichte sind ja viel schöner ohne den Krach. Ach, nein, die sind viel schöner mit Krach. Krach. Krach muss man sein. Gedichte ohne Krach sind ja überhaupt keine Gedichte. Okay. Dichtung wird durch Krach erst schön. Ja, das ist ein altes Kobolds-Sprichwort, jawohl. Ja, mei, wenn das ein Kobolds-Sprichwort ist, ja, ja dann... Ja, dann musst du gleich einen Knackfrosch kaufen. Ah, ja, komm, wir gehen gleich fort. Ja? Ich kann jetzt nicht weg. Warum? Schau her, ich muss den Wandschrank fertig machen, ja, weil der, ich den heute Nachmittag liefern muss. Ja, aber der dumme Schrank, der kann doch warten. Aber ich kann nicht warten. Der Schrank kann schon warten, aber die Kundschaft nicht. Ich hab den für heute versprochen und den muss ich dort einbauen.
Und das wird 2 Stunden dauern, bis der richtig hängt, weißt du? Den muss man mit Dübeln befestigen. Wenn ich keinen Frosch... Ja, hörst jetzt nicht auf. Nein, ich höre nicht auf. Ich will. So kriegst du ihn gleich gar nicht. Ich will bloß Musik machen damit. Verstehst du das? Ja, also gib Obacht. Ja. Ich überlege mir das mit dem Frosch. Wenn du einmal richtig brav bist und eine Belohnung verdient hast, Ich bin ja schon so überrichtig, überbrav. Schau, ich lege diese Schraube, siehst du hier, diese Schraube lege ich zum Beispiel in diese Schraubenschachtel. Hm? So, da habe ich sie hingelegt. Und von dem Hobel blase ich den Staub so. Minuten später hast schon allerhand Unsinn wieder im Kopf. Nein, ich habe nicht in 5 Minuten und nicht in 17 3 Minuten und nicht in 1117 3 Minuten Unsinn im Kopf. Ich habe überhaupt nichts mehr im Kopf. Ja, das glaube ich. Höchstens ein Gedicht, zu dem man machen kann. Jawohl. Also, Pupuckl, jetzt gib Acht. Ich muss heute Nachmittag den Schrank einbauen. Da bleibst du schön daheim und wenn du die 2 Stunden ganz brav bist und nichts anstellst, dann kriegst von mir auch so einen Frosch. Oh, also 2 Stunden lang bin ich leicht brav. Das sind ja bloß 2, nicht wahr? 2, ja. Oh, ich werde vor lauter brav sein, nicht mehr wissen, wie das Bössein ist. Na, da bin ich aber gespannt. Der Pumuckl konnte es gar nicht erwarten, bis der Meister Eder endlich so weit war, dass er den Wandkasten für die Lieferung fertig hatte. Und er, der Pumuckl, beweisen konnte, wie ungeheuer brav er sein kann. Endlich war es soweit. Also, ich gehe jetzt, Pumuckl. Ja, geh nur. Ich werde nichts tun als brav sein. Ich werde da sitzen und schaukeln. Und die Sägespäne kannst du auch ein bisschen zusammenkehren. Und wenn du eine Schraube am Boden findest, tust du es in die Schachtel. Und ein Radio darfst du auch ein bisschen spielen lassen. Aber nicht zu laut. Jawohl, ja, nur ganz leise. Und ganz leise werde ich auch dichten. Und geh mir an keine Maschine hin. Nein. Und dreh keine Lichter an und kein Wasserhahn auf. Niemals. Apropos Wasser. Ah, ich muss ja noch schnell in die Wohnung aufgehen und muss mich gründlich waschen. Ja, soll ich mich vielleicht auch gründlich waschen? Mir ist am liebsten, du gehst überhaupt nicht in die Wohnung auf. Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt wasch dich endlich und geh. Sonst komme ich so spät zu meinem schönen Frosch. Quack, quack, quack. Ruft's aus dem Teich, den Frosch, den gibt es gleich. Quack, quack. Der Meister Eder ist also nochmal in die Wohnung hinaufgegangen und hat sich die Hände gewaschen. Und der Pumuckl ist brav in seiner Schaukel gesessen. Und er ist, auch als der Meister Eder endlich fort war, mit keinem Schritt in die Wohnung hinaufgegangen. Leider, kann ich nur sagen, denn der Meister Eder hat den Wasserhahn nicht ganz zugedreht. Und das Wasser tröpfelte vor sich hin, und weil das Handtuch über dem Beckenrand hing, sog sich das Handtuch allmählich mit Wasser voll und beförderte so das Wasser auf den Fußboden. Nicht heftig, aber auf die Dauer von 2 Stunden tröpfelt sich halt doch allerhand zusammen. Der Pumuckl aber war zunächst wirklich genauso brav, wie er versprochen hatte. Er schaukelte und dichtete. Das Allerschönste auf der Welt, das ist ein großer Frosch, der bellt. Er bellt mal langsam und mal schnell, das gibt ein schönes Froschgebell. Ein Kobold aber singt dazu die allerfeinste Melodie. Das Ganze wird ein Meisterstück und wer es hört, ist voller Glück. Also das ist ja überhaupt das allerbeste Gedicht meines Lebens. Ich sollte immer dichten, wenn es mir langweilig ist. Und mir ist ganz grässlich langweilig. Und ich glaube, die 2 Stunden dauert 2 Tage lang. Aber dann bekomme ich die... Caroline, darfst du runterkommen? Komm schnell! Ja, Fritz, ich komm gleich! Caroline und Fritz, das sind doch die mit den Fröschen.
Da werden Sie ganz bestimmt wieder im Hof Konzert machen. Oh, da möchte ich zuhören. Zuhören darf ich doch wohl, oder? Zuhören ist keine Maschine anmachen und ist auch kein Wasser anmachen und kein... In den anderen Hof gehen, das ist allerdings nicht daheimbleiben. Und daheimbleiben, das gehört ja wohl zum Bravsein. Ja, ich komme ja gleich wieder heim. Und das merkt ja gar niemand, dass ich fort war. Das muss man ja nicht gleich auf der Stelle erzählen. Das kann man ja auch alles erschweigen. So einfach ist das. Wie komme ich hier bloß raus? Alle Fenster sind zu. Alle Türen. Vielleicht ist oben in der Wohnung ein Fenster offen. In die Wohnung soll ich ja auch nicht gehen. Ach so, das habe ich jetzt kein... Ich soll aber wirklich gar nichts tun. Aber ich werde jetzt mal nachsehen, ob ein Fenster offen ist. Das kann ich ja wohl noch machen. Nachsehen ist ja vielleicht gar nicht verboten. Das weiß ich ja nicht so ganz genau, ob das verboten ist. Ja, oben war ein Fenster offen. Der Pumuckl hat vor lauter Eifer natürlich nicht gesehen, dass sich auf dem Fußboden schon eine beachtliche Wasserlache gebildet hatte. Er ist auf das Fensterbrett geturnt und auf Koboldsart an einem Abflussrohr der Dachrinne hinuntergerutscht. Und auf dem bekannten Weg über Abfalltonnen und Teppichstangen hüpfte er vergnügt in den Nachbarhof. Und da standen auch schon der Fritz und die Caroline und knackten mit ihren Fröschen. Michael, das war ein Gaudi heute. Gibt es das blödsinnige Zeug immer noch? Das haben wir ja schon in unserer Kinderzeit gehabt, hat er gesagt, der Lehrer. Hör auf, Fritz. Meine Mutter schaut zum Fenster runter. Lass ihn in Hosentaschen verschwinden. Caroline, du hol mir doch schnell ein halbes Pfund Butter. Sei so gut. Ja, Mutti, gleich. Ich bin gleich wieder da, Fritz. Denk du dir inzwischen ein neues Lied aus. Du, wo ist denn jetzt mein Frosch? Ich hab ihn noch gerade in die Hosentasche gesteckt. Vielleicht hast du ihn in der Eile daneben gesteckt. Caroline, komm, schick dich. Ich brauch die Butter gleich. Ja, gleich. Ich helf nur noch dem Fritz was suchen. Naja, das kannst du ja nachher auch noch. Du, Fritz, ich komm gleich wieder und hilf dir suchen. Ja. Ahnt ihr was? Der Fritz hat wirklich in der Eile den Frosch neben statt in die Hosentasche gesteckt. Und da konnte der Pumuckl einfach nicht widerstehen, das Ding näher anzuschauen. Und zum näher anschauen hat er es ein bisschen in das Gebüsch geschleppt. Und dann wollte er so gern ein bisschen draufdrücken. Aber das hätte ja dann der Fritz sofort gehört. Zum Draufdrücken musste der Pumuckl ganz schnell den Frosch mit in die Werkstatt nehmen. Nicht wahr? Und nach dem Draufdrücken konnte er den Frosch ja wieder zurückbringen. Ihr hättet ihn sehen sollen, wie er mit dem Frosch zwischen den Zähnen das Abflussrohr hinaufgeklettert ist. Das heißt, ihr hättet ja dann nur den sichtbaren Frosch gesehen, der plötzlich an dem Rohr hochrutschte, als wäre er lebendig. Der Pumuckl ist dann vor lauter Eifer wieder durch das auf dem Fußboden herumlaufende Wasser gepatscht, ohne ihm die geringste Beachtung zu schenken. Und dann saß er in seiner Schaukel und begann zu knacken. Das Allerschönste auf der Welt, das ist ein Frosch, der lauthals bellt. Er bellt mal langsam und mal schnell. Das gibt ein schönes Froschgebell. Ein Kobold aber singt dazu die allerfeinste Melodie. La la la, la la la, la la la, la la la, la la. Das Ganze wird ein Meisterstück und wer es hört, ist voller Glück. Oh, ich bin ein Dichter, singe, knacke, Oberkünstler. Wenn meine Klabauter ahnen das hören könnten, das Allerschönste auf der Welt. Knack, knack, das ist ein Frosch, der wirklich bellt. Knack, knack, ui. Der Meister Eder kommt. Schnell den Frosch verstecken. Wo verstecke ich den nur gleich? Da, unter den Sitz von der Schiffschaukel. Und auf den Sitz setze ich mich selbst. So, so, das ist eine sehr, sehr gute Idee von mir. So, da bin ich wieder. War's brav, Pumuckl? Ich war überbrav, überbrav. Ja? Keine Maschine, kein Licht angedreht, kein Wasser angedreht und keines ausgedreht. Auch nicht bloß da gesessen und gesungen und geschaukelt. Hast du mir einen Frosch mitgebracht? Könnte schon sein, dass sich einer in meine Taschen verirrt hat. Ui, dann hol ihn ganz schnell aus der Tasche, ganz schnell. Also, Pumuckl, da hast du den Frosch. Ui, der gehört jetzt ganz mir. Ja.
Und der knackt ja noch viel lauter als der vom, ich meine, als die von den Kindern. Willst du mein Gedicht vom Frosch hören? Ja, gleich. Ja. Ich geh nur schnell in die Wohnung und zieh mir was anderes an. Ja, ja. Oh, da kann ich ja jetzt mit beiden Händen knacken. Ui, ach so. Das mache ich lieber, wenn der Meister Eder weit, weit weg ist. Er darf ja nicht wissen, dass ich einen Frosch weggenommen habe. Das mag er überhaupt nicht. Ja, was ist denn da los? Nichts mehr sagen. Ja, mei, wie sieht's denn da aus? Das ist ja Überschwemmung. Pumuckl? Ja? Du Pumuckl, hast du mit dem Wasser gespielt? Ich war überhaupt an keinem Wasser. Ich war ja immer in der Werkstatt. Gib auf der Stelle zu, dass du droben in der Wohnung warst. In der Wohnung war ich nicht. Ich war immer nur hier und habe geschaukelt. Du? Ja. Deine Ohren werden ganz rot. Und wenn deine Ohren rot werden, dann lügst du. Gib sofort den Frosch her. Nein, ich weiß überhaupt nicht, was mit dem Wasser los ist. Eine ganze Überschwemmung ist los. Du gibst zu, dann ist nicht so schlimm. Aber lüg nicht. Ich kann's doch nicht zugeben, wenn ich es nicht war. Und was? Den Frosch kriegst du auch nicht was? Wieder. Und was? Mich kriegst du auch nicht. Und ich bin unschuldig. Halt mich doch nicht für blöd. Man sieht jetzt noch die Spuren durchs Wasser am Boden. Nein. Ich werde dich gleich haben. Zur Strafe für deine unverschämte Lügerei gibst du jetzt nur nicht den Frosch her, sondern dafür wirst du auch noch in die Schublade gesperrt. Pass mal auf, dich habe ich noch immer erwischt. Nein. So, hab dich schon. Daher. Hab dich. Ich habe aber nicht mit dem Wasserhahn gespielt. Ich habe nicht... Lass mich aus! Ich beiß, ich zwick, ich kratz! Au! Da wird gleich auszwick sein. Da! Rein mit dir! Oh! Ich werde für etwas gestraft, was ich gar nicht war. Ich bin so brav in der Schaukel gesessen und habe alles nur drauf gemacht. Hör auf jetzt mit deinem Gejammer! Ich mache die Schublade kaputt. Ich schwöre einen Koboldseid, dass ich den Wasserhahn nicht aufgedreht habe. So, ja. Schwörst dann auch, dass du überhaupt nicht in der Wohnung warst? Ich war überhaupt in der Wohnung oben. Aha. Aber aus einem ganz anderen Grund, jawohl. So. Ja. Und, was war denn das für Wenn ein Grund? Wenn du mich herauslässt, dann sag ich's, aber sonst sag ich's nicht. Gut. Da bin ich aber jetzt gespannt. Eine schlechte Luft war das in der Schubfululade. Also, warum warst du droben? Weil auch in der Werkstatt schlechte Luft war, jawohl. Und da wollte ich wissen, ob oben bessere Luft ist. So, ja. Und dabei hast du dann die Wasserlache nicht gesehen. Nein. Obwohl du durchgelaufen bist. Das machst du mir doch nicht weiß. Aber ich sperre dich gleich wieder in die Schublade. Nein, lass mich raus. Also, Antwort. Oben, da war ein Fenster auf. Und, so? Und da habe ich mich ganz brav in die Sonne gesetzt und habe, jawohl, und dann habe ich dich kommen sehen und dann bin ich ganz schnell in die Werkstatt gelaufen. Und das ist die Wahrheit, jawohl. Wenn das die Wahrheit ist, dann wieder rein mit dir in die Schubladen. Warum werde ich für die wahre Wahrheit eingesperrt? Ich will raus. Weil es gelogen war. Erstens hat keine Sonne geschienen. Und zweitens waren deine Spuren schon fast wieder trocken und das geht nicht so schnell. Also stimmt's nicht. Vielleicht war eine Sonne vor der Wolke oder eine Wolke vor der Sonne. Das weiß ich nicht mehr so genau. Und ich weiß auch nicht, warum das so schnell getrocknet ist. Lass mich raus. Dann sag ich ganz bestimmt die Wahrheit. Was? Ganz bestimmt, bitte. Also, von mir aus. Jetzt bin ich neugierig. Wenn du mich so festhältst, dann krieg ich keine Luft. Also, ich habe nicht nach dir geschaut, sondern nach einem Kind. Jawohl, so. Das hat so fürchterlich geschrien. Ja. Und da wollte ich sehen, ob ich helfen kann. Aha. Ja. Ja, und was war denn mit dem Kind los? Oh, gar nichts, war bloß gar nichts? Hingefallen war es nur. Und dann bin ich ganz schnell wieder runtergelaufen, ja. Also in meine Schaukel gelaufen. Mhm. Und dann habe ich ein Gedicht gemacht. Willst du mein Gedicht hören? Ist ein Nein. sehr schönes Gedicht und... Und wenn du mir den Frosch wiedergibst, dann mache ich auch eine Musik zu dem Gedicht. Das ist sehr schön. Willst du? Nein, ich will nicht. Sag einmal, was für ein Kind war denn das? Ein Bub oder ein Mädel? Das war ein Dings. Ein Dings war das. Ein Mädchen, ja. Ja, die Inge war es. So, die Inge. Ja, die Inge war es. Dann nur wieder rein mit dir in die Schublade. Nein!
Die Inge ist mir zufällig mit ihrer Oma begegnet und hat mir erzählt, dass sie heute den ganzen Tag und sogar über Nacht noch bei ihrer Oma bleiben darf. Also kann sie gar nicht im Hof gewesen sein. Verstanden? Aber die Inge... Und weil du jetzt nochmal gelogen hast, bleibst bis übermorgen in der Schublade. Und dein Frosch kriegst du überhaupt nimmer. So, und jetzt geh rauf und putz auf und mach mir ein Abendessen, eine Wurst und... Nein, ich hab so Hunger. Ich will aufessen. Nix da. Kobolde, die Lügen brauchen nichts zu essen. Ich hab aber den Wasserhahn nicht aufgedreht. Ich war überhaupt nicht am Wasserhahn. Jetzt interessiert's mich nicht mehr, wo du warst. Ich hör mir doch nicht da und deine Lügen an. Pass da. Ich bin an dem Wasser unschuldig. Ich war ja gar nicht da. Hallo? 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 Hallo, ich sage die Wahrheit. Alles war nicht wahr. Nur die Wahrheit, die ich jetzt sage, die ist wahr. Hallo? Hallo, hallo? Also, ich war oben und bin aus dem Fenster geklettert und... Hörst du mich? Hallo, hörst du mich? Und wie ich aus dem Fenster geklettert war, bin ich in den anderen Hof hinüber geklettert und im anderen Hof, da waren Buben und die Buben haben Knackfrösche gehabt und... Hallo! Hörst du mich? Ich will alles wieder gut machen, lass mich raus. Ich muss ganz schnell was zurückbringen. Ich will auch ganz brav sein, du musst mich herauslassen. Sonst kann ich es nicht zurückbringen. Was musst du zurückbringen? Bitte, lass mich raus. Also, das ist das letzte Mal. Aber wenn jetzt wieder was nicht stimmt, dann ist aus und vorbei mit uns zwei. Also, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich es versteckt habe. Doch, dort unter der Schaukel, da ist ein Knackfrosch. Und den muss ich zurückbringen. Schau, hier, das ist er. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wo kommt denn der her? Den haben die Buben verloren und da habe ich ihn mir ein bisschen ausgeliehen und jetzt gebe ich ihn wieder zurück. Und den Wasserhahn, den hast du selber aufgedreht, bevor du weggegangen bist, weil du dir die Hände gewaschen hast und dann ist er gelaufen. Also der Wasserhahn, meine ich. Und ich war gar nicht da, weil ich nämlich fort war. Wer ist wohin wann gelaufen? Halt, Bummel, halt! Und wenn du mir nicht glaubst, dann kannst du mitkommen und jetzt zuhören, aber einsperren. Lass ich mich nicht mehr. Nie mehr. Und schon gar nicht wegen deinem dummen Wasser. Auf Wiedersehen. Hui. So kam's, dass der Fritz und die Caroline wirklich den Frosch wiederfanden. Er lag merkwürdigerweise zwar gerade an einer Stelle, an der sie schon x-mal gesucht hatten, aber sowas gibt es ja des Öfteren. Der Meister Eder aber ist nicht dem Pumuckl nachgegangen, sondern er hat sich's in Ruhe überlegt. Wenn ich genau nachdenk, ich hab mir die Hände gewaschen. Ah, da kann schon sein, dass ich selber den Wasserhahn hab laufen lassen. Und der Pumuckl, der sich rauslegen wollte, hat sich reingelogen. Immer mehr. Und alles wegen seinen dummen Knackfrosch. Der Meister Eder hat ganz in Gedanken mit dem Frosch geknackt. Und das war recht gut so. Der Pumuckl hätte sich sonst zu allem Überfluss nicht mehr recht nach Hause gewagt. So aber fasste er sich ein Herz und sagte aus respektvoller Entfernung: Oh, das kannst du sehr schön. Ist ein großer Spaß, nicht wahr? Mhm. Aber du musst singen dazu. Ich bin nicht sehr gut im Singen. Aber ich... So? Ja, also wenn du mich nicht in die Schublade sperrst, dann singe ich. Wenn du nie mehr lügst, dann sperre ich dich auch nie mehr in die Schublade. Wenn du mir glaubst, dass ich das Wasser nicht aufgedreht habe, dann lüge ich auch nicht mehr. Na gut. Ja, und der schöne Frosch? Leihst du ihn mir? Ja. Weißt du, den brauche ich nämlich zum Lied singen. Den kannst du wieder haben. Ja, ich kann dir mein neues Gedicht natürlich auch ohne Frosch vorsingen. Aber so? Weißt du, mit Frosch. Also von mir aus. Sing's mir mal vor. Ja, also ich singe dir jetzt ein Lied mit Frosch. La 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 la, das Allerschönste auf der Welt, das ist ein Frosch, der furchtbar bellt.
erwählt mal langsam und mal schnell. Das gibt ein schönes Froschgebäck. Und natürlich hat der Pumuckl wieder einmal einen guten Vorsatz in Richtung sich herausschwindeln gefasst. Ob daran allerdings mehr die Schublade schuld war oder die Einsicht, dass durch die schlichte Wahrheit eine Sache immer einfacher zu lösen ist als durch die krausen Umwege von Schwindeleien, das kann ich nicht entscheiden. So wenig wie die Frage, ob Knackfrösche besonders schön knacken können.